Hi guys, wir sind wieder zurück. Die Corona-Pause dauert jetzt schon lange. Aber das Licht am Ende des Tunnels wird immer größer. Bis wir wieder durchstarten können, haltet euch fit mit unseren Videos. Heute zeigt euch Renato Poliak, Hampelmann, Russian Twist und Fields. Viel Spaß beim Training. Stay healthy, stay fit. Bis zum nächsten Mal. Hallo, servus, ich bin der Renato Poliak und wie ihr alle bereits gehört habt, ist zurzeit die Covid-19-Pandemie im Gang und wir müssen alle zu Hause bleiben und uns von unseren Freunden und Familien fernhalten. Und ich glaube, das ist für alle eine schwierige Zeit. Und was noch schlimmer ist für mich, ist, dass die Basketball-Saison frühzeitig beendet worden ist aufgrund der Pandemie und wir erst wieder nächstes Jahr starten können. Aber damit wir uns alle fit halten und in Form bleiben über den Sommer, machen wir regelmäßig Sport zu Hause und gehen laufen und machen Übungen zu Hause. Und ich zeige heute drei davon, die ich immer persönlich mache. Und einer davon ist der Hampelmann. Den kennt sie bereits alle aus der Schule, nehme ich einmal an. Und ich glaube, ich muss dazu nicht viel sagen, dann einfach nur zuschauen und dann einfach nachmachen, okay? So, das wäre die erste Übung. Die zweite Übung, die ich euch heute zeigen möchte, ist der Russian Twist. Der Russian Twist, dafür brauchen wir eine Matte, wo wir uns am Boden legen können. Und ich zeige euch das jetzt einmal, wie das geht. Für die Fortgeschrittenen und unter euch, ihr könnt die Beine schon hochheben und dann die Übung machen. Und für die, die heute erst anfangen damit, die lassen die Beine am Anfang am Boden und bewegen nur den Oberkörper. Also für die Anfänger schaut die Übung so aus. Von der linken Seite geht man zur rechten Seite und dreht dabei den Oberkörper und lässt die Füße gerade. Und das macht man halt 20, 30 Mal so schnell wie möglich. Und für die Fortgeschrittenen, die heben die Beine an und machen genau dasselbe. Und für die Besten unter euch, ihr könnt natürlich noch ein Gewicht in die Hand nehmen. Also ein 6er-Trager Wasser oder ein 6er-Trager Milch oder Mehl, was auch immer ihr zu Hause habt, was schwer ist und was ihr halten könnt, könnt ihr in die Hand nehmen und könnt ihr dasselbe machen. So, und die letzte Übung, die ich euch heute zeigen möchte, ist der V-Up. Der schaut ein bisschen anders aus, aber dafür müssen wir uns auch auf den Boden setzen. Wir legen uns am Rücken, strecken die Beine aus, die Arme nach hinten, und werden uns versuchen, in der Mitte zu treffen mit den Beinen. Ich zeige euch das einfach einmal vor. Und das muss man langsam die Übung machen. Und wieder runter. Und wieder rauf. Und wieder runter. Und wieder rauf. Und wieder runter. Ja. Ich hoffe, ihr habt echt einen Spaß mit den Übungen. Und ich weiß, dass meine Teamkollegen euch noch ein paar Übungen vorzeigen werden. Und mit all den Übungen gemeinsam kommt sie hoffentlich gestärkt und fitter in die nächste Saison, als wir die letzte jetzt abgebrochen haben. Und ich wünsche euch einen schönen Sommer, eine wirklich erholsame Zeit. Schaut, dass ihr gesund bleibt, dass eure Familien gesund bleiben. Und ich hoffe, wir sehen uns alle nächstes Jahr wieder in der Halle.